Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal, da hatten wir... Ja, weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir eigentlich letztes Mal gemacht hatten. Wir hatten auf jeden Fall ein bisschen weitergespielt. Genau, wir hatten ein bisschen was mit dem Technologiebaum gemacht gehabt. So, und seitdem haben wir da auch eine Schmiede rumstehen, wo wir uns endlich mal bessere Waffen machen können. So, ja, ich will mal ein bisschen weiter gucken. Verbessertes Portal. Das wollte ich ja schon letzte Folge machen. Da fehlt aber irgendwie noch ein Gold, was jetzt hier gerade hochgebracht wird. Perfekt. So, springen wir mal wieder ein bisschen vor. Eigentlich wollte ich jetzt mal hier, das sieht nämlich so ein bisschen komisch aus, hier mal einen Block hinsetzen. Bäm, und dann kann der nicht abgebaut werden. So. Perfekt. Dann funktioniert es auch gleich viel besser. Jetzt springen wir gleich hoch und dann geht's los. Dieses Vieh, das gräbt, glaube ich, schon 1000 Jahre an der gleichen Stelle, kann das sein? Das Vieh läuft immer... Naja, es ist auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile da. Oh, ich sehe gerade, hier oben ist ein bisschen Randale. Kommt mal her, meine Zwerge. So. Ich brauche diese Holzfalltür. Diese... So. Wo sind meine ganzen Zwerge eigentlich? Ganz unten gerade oder was? Nee. Hä? Sind die noch auf einer Insel irgendwo gestrandet oder was? Ah, die sind auf einer Insel. Upsi. Ich wollte schon sagen, hä, ich habe bloß nur zwei Zwerge. What's up? Stimmt, letzte Folge hatten wir angefangen gehabt, hier Holz zu sammeln. Hier oben. Dann machen wir da nochmal ein Portalchen hin. Das kann angegriffen werden. Wie sich das anhört. So. Wo ist mein Essen? Oh, habt ihr kein Essen mehr? Tut mir aber leid. So. So, der hat noch genug Leben. Der kann sich mal ausruhen. Der kann sich auch ausruhen. Der versucht einen Weg zu finden, aber ich lasse ihn mir erstmal ausruhen. Der kann sich auch ausruhen. Der schläft. Okay, perfekt. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal erledigt. Oh, hier oben schon wieder. So, wow, für den Einzwerg muss ich jetzt hier nochmal ein Portal setzen. Mein Glück hat er nicht nochmal dieses Vieh gespawnt. Dieser Beschwörer da. So, hier nochmal eine Fackel hinsetzen. Die hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon hingesetzt gehabt. Hat er anscheinend dann doch nicht übernommen gehabt. Lol, what's up? Ja, aber was brauchen wir jetzt eigentlich für Material? Wir brauchen... Genau, das verbesserte Portal. Oh, jetzt kann ich das eigentlich machen. Perfekt. Oh ne, das ist Schwefel. Halt, stopp. So, jetzt brauche ich die Bretter. Bretter. Da nochmal ein Brett. Dann brauche ich hier dieses Silbererz. Oh, eins hier unten noch. Aktiviere das Portal. Oh, okay. Da, oder was? Spielmodus, PvP, kooperativer Modus, Freunde einladen. Okay. Hä? Warum kann ich das jetzt hier noch ändern? Keine Ahnung, lass das jetzt erstmal so. Ja,
toll. Hey, wieso kann ich mich hier nicht weiter bewegen? Holy shit. Hä? Und wie komme ich wieder zurück? WTF? Was ist denn hier los? Oh, warte, da kommt Holz raus. Oh, perfekt. Jetzt weiß ich, wo ich die ganze Zeit Holz finde. Text auf Zeichen. Keine Ahnung, der heißt, oh, warte, so eine kleine Schreibung, ne? Mein Freund! Ja, jetzt habe ich einen Freund. Lol, warte mal, hier sind ja jetzt hier die ganzen Workbenches. Was ist das denn hier? Konstruktion entfernen, okay. Oh, kommt da die ganze Zeit Wasser raus? Warte mal, baut das mal ab, Leute. Darf ich da nicht hin, oder was? Komme ich denn wieder zurück? Mithril kann man hier herstellen, okay. Eis, okay. Lol, was kann ich denn hier alles machen schon? Holy shit, ich glaube, da hat alles freigeschaltet. Okay, Technologiebaum brauchen wir nicht mehr machen. Ist ja alles freigeschaltet. Hä? Komme ich hier wieder raus? Oh, ich will hier wieder raus. Ich wieder auf meine Map spielen. Rückkehr nach Hause. Möchtest du den Welt verlassen? Ja. Oh. Niederlage? Hä? Muss ich nicht so ganz verstehen, ne? Ach, und dann verschwindet das Portal einfach? Nee. Mehr Spielermodus. Achso, ich habe jetzt hier dieses Beacon hier. Naja, gut, okay. Aber den wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt da haben. Den wollte ich jetzt hier. Weil dort muss nämlich Erde hin. Cool, dann haben wir den Mehrspielermodus auch gesehen. Ich habe zwar noch nicht so ganz so gecheckt, warum ich jetzt eine Niederlage eingefahren habe, aber naja. Warum arbeiten die jetzt nicht mehr? Achso, weil die keine Aufgaben verteilt bekommen haben. Ja, dann bauen wir uns einfach mal in die Richtung hier. Einfach mal 1000 Jahre in die Richtung, würde ich sagen. So. So. Hallo. Jetzt kann ich ihn nicht mehr weiterbauen. Oh, genau, ich brauche Fackeln. Ja, da kann ich ja jetzt ein paar machen. Guck mal, ich habe auf 10 gestellt. Und der stellt einfach mal 40 her. Achso, weil er ja pro Dings immer 4 gleich herstellt. Achso, darum hatte ich letzte Folge nämlich auch hier 30 von diesen Dingern hergestellt gehabt. Los, arbeitet meine Zwerge. Die haben nichts zu tun. Schwefel. Schwefel brauche ich glaube ich eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt hier unten weiterbauen würde. Aber das mache ich jetzt auch. So, so, so. Dann kann ich hier nämlich Mithril-Erz, glaube ich, auch finden. Genau, hier kann man Mithril-Erz finden. Dann will ich lieber Mithril-Erz finden und dann geht das viel besser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh,
machst du denn hier? Warte, jetzt habe ich mein Ausleuchtding wieder weggepackt. So, hier auf jeden Fall nicht weitergraben. Okay, ja, hier sind wieder Viecher. Was ist denn du schon wieder? Achso. Der wenigstens schlafen? Ja, geht schlafen. Okay. Perfekt. Wie die Rola. Ja, genau. Jetzt können die das nochmal von ganz unten. Los, Zwerge, ihr schafft das. Tötet die. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.